Ich erinnere mich, ich war in der Ausbildung beim Dubai Government als Reiseführer 2008 und das war eine meiner ersten Wintersaison als Reiseführer, nämlich mit den letzten Gästen, also auf ihrer letzten Fahrt, die hierher gekommen sind. Das waren sehr, sehr viele alte Gäste aus England, die teilweise schon auf der Jungfernfahrt damals dabei waren. Wir hatten noch nie so viele Rollstühle bei einer Fahrt, weil die Leute schon gar nicht mehr laufen konnten. Also, sie wollten unbedingt noch mal dabei sein. Und das Schiff sollte eigentlich umgebaut werden als Schifffahrtsmuseum und als Hotel an der Palm Jumeirah, wo das Atlantis ist, angedockt werden auf dem Stamm. Es war lange Arbeiten dort, man hat immer Rauch gesehen, also dass gearbeitet wurde, dass irgendwie Bewegung war. Dann war es mal weg, es war dann mal für ein paar Jahre weg, da hieß es, das war während der globalen Wirtschaftskrise, da hieß es, es wurde nach Südafrika verkauft an einen Investor. Und jetzt plötzlich, wirklich plötzlich,